Max hat zurzeit 52 Euro in 1-Euro-Münzen. Das heißt, er besitzt 52 Münzen am Anfang. Jede Woche bekommt er 4-Euro-Münzen dazu. Das heißt, nach einer Woche besitzt er 52 plus 4 Münzen. Nach 2 Wochen besitzt er die Münzen von der Woche vorher und er bekommt wieder 4 Münzen dazu. Das heißt, er hat 52 plus 4 plus 4 Münzen. Nach 3 Wochen hat er eben wieder die Münzen, die er bereits in der Vorwoche hatte, und er bekommt nochmal 4 dazu. Wir sehen also, jede Woche bekommt Max 4 Münzen dazu. Es ist aber sehr unübersichtlich für uns immer zu schreiben 52 plus 4 plus 4 plus 4. Wir können also kürzer schreiben, das ist 52 plus 4 mal 3. In Woche 2 können wir schreiben, das ist 52 plus 4 mal 2. Und nach einer Woche hat er eben 52 plus 4 mal 1 Münzen. Wir können uns nun fragen, wie viele Münzen besitzt er nach W-Wochen? Wir sehen, nach einer Woche hat er 52 plus 4 mal 1. Nach 2 Wochen 52 plus 4 mal 2. Nach 3 Wochen 52 plus 4 mal 3. Also hat er nach W-Wochen 52 plus 4 mal W. Denn er hat mit 52 Euro gestartet und hat 4 Euro, das heißt 4 Münzen, W-Wochen lang dazu bekommen. Dieser Term gibt nun an, wie viele Euro-Münzen Max nach W-Wochen besitzt. Wir können nun überprüfen, ob der Term auch für 0 Wochen stimmt. Wir setzen also ein 52 plus 4 mal 0. 52 plus 4 mal 0 ist 52. Der Term stimmt also auch für 0 Wochen.